Im Einsatz von KI sollte man sich grundsätzlich ein paar Fragen stellen. Welchen Nutzen und welches Ziel verfolge ich mit dem Einsatz von KI? Im Fokus von KI sollte immer der Nutzen von KI für den Menschen stehen. Wie gestalte ich eine Jugendbeteiligung in einem KI-Projekt? Jugendliche sollen als Experten und legitime Interessensvertreter anerkannt und in Projekte eingebunden werden. Welche Daten möchte ich erheben und vor allem, welche Daten sind unbedingt notwendig? Datensparsamkeit ist eines der obersten Gebote beim Einsatz von KI, das heißt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Eine wichtige Frage ist auch, wer stellt die KI bereit? Und ist die KI aus dem Bereich Open Source oder spezifisch für öffentliche Träger? Eine Abschöpfung von sensiblen Daten soll vermieden werden. Wurde die KI auf explicit or implicit bias überprüft? Das heißt, werden absichtlicher oder versehentlicher Sexismus, Rassismus, Homophobie oder ähnliches verhindert? Und der Einsatz soll so angelegt sein, dass man die Ergebnisse auf bewusste und unbewusste Benachteiligungen überprüfen kann. Die Ergebnisse der eingesetzten KI sollten durch eine menschliche Validierung auf ihre Stichhaltigkeit überprüft werden können.